Prinzipien, die in der sagenumwobenen Tabula Smaragdina, der Smaragdtafel, die dem mythologischen Weisen Hermes Trismegistos zugesprochen wird und die gleichfalls auch in der Mysterienlehre des Buches Kybalion ihren Eingang gefunden haben, sind folgende. Erstes Prinzip, das Prinzip der Geistigkeit. Zweites Prinzip, das Prinzip der Entsprechung. Drittes Prinzip, das Prinzip der Schwingung oder Bewegung. Viertes Prinzip, das Prinzip der Polarität. Fünftes Prinzip, das Prinzip des Rhythmus. Sechstes Prinzip, das Prinzip von Ursache und Wirkung. Siebtes Prinzip, das Prinzip vom Geschlecht. Diese sieben Prinzipien, die den Grundkern der sogenannten hermetischen Lehre ausmachen, die eine Grundlage der Mysterienlehren in Ost und West darstellt, sind ausformuliert folgendermaßen. Erstes Prinzip, das Prinzip der Geistigkeit. Das All ist geistig. Das Universum existiert auf einer geistigen Grundlage oder aus dem Geist. Zweites Prinzip, das Prinzip der Entsprechung. Wie oben, so unten. Wie im Makrokosmos, so im Mikrokosmos. Drittes Prinzip, das Prinzip der Schwingung oder Bewegung. Alles ist in Bewegung, nichts ruht. Viertes Prinzip, das Prinzip der Polarität. Alles hat seine zwei Gegensätze. Gegensätze entsprechen einander in der Stärke. Sie sind nur in der Ausrichtung verschieden. Fünftes Prinzip, das Prinzip des Rhythmus. Alles hat seine Gezeiten. Wie ein Pendel ausschwingt, muss er auch in die andere Richtung schwingen, um schlussendlich zum Stillstand zu gelangen. Sechstes Prinzip, das Prinzip von Ursache und Wirkung. Jede Wirkung hat eine Ursache. Jede Ursache zeitigt eine Wirkung. Es gibt keinen Zufall. Was wir Zufall nennen, ist das Wirken einer noch unbekannten Ursache. Nichts steht außerhalb eines Gesetzes. Siebtes Prinzip, das Prinzip vom Geschlecht. Alles hat, auch im Geistigen, eine Geschlechtlichkeit. Eine Männlichkeit und eine Weiblichkeit in sich. Das Wirken männlicher und weiblicher Kräfte, auch im Geistigen, sei immer spürbar. Diese sieben hermetischen Prinzipien, die von vielen Forschern als Schlüssel zu Mysterienlehren in Ost und West, in Antike, Mittelalter und Gegenwart bezeichnet wurden, sind zugleich geistige Wirkprinzipien, die in sehr vielen Religionen ihre Anwendung finden. Sehen wir das Prinzip der Polarität, insbesondere im chinesischen Daoismus und in der Vorstellung von Yin und Yang als polaren Gegenkräften in der Natur, deren wechselseitige Beeinflussung das Spiel des Kosmos darstellt. Zugleich finden wir die Vorstellung, dass alles in Schwingung und in Bewegung ist, nichts jemals ruht, in der spekulativen Philosophie des griechischen Weisen Heraklit. Alles fließt, alles ist in Bewegung. Wiederum finden wir die Vorstellung, dass alles eine Entsprechung hat. Mikrokosmos und Makrokosmos nicht voneinander getrennt sind, sondern sich wechselseitig beeinflussen müssen und sich spiegeln, indem die Ereignisse auf der mikrokosmischen Ebene
denen auf der makrokosmischen Ebene ähneln und umgekehrt in Weisheitslehren wie der Astrologie, wenn davon ausgegangen wird, dass kosmische Großereignisse sich im Leben des einzelnen Menschen widerspiegeln können. Auch andere Prinzipien der hermetischen Lehre finden in den unterschiedlichsten Sinnsystemen von Religionen über esoterischen Lehren bis hin mitunter auch zu moderner Tiefenpsychologie ihre Anwendung. Denn sprechen wir beispielsweise vom siebten hermetischen Prinzip, dem Prinzip des Geschlechts. Alles hat auch im Geistigen eine Geschlechtlichkeit, eine Zweigeschlechtlichkeit in sich. So sind wir sehr nah an Carl Gustav Jungs Lehre von Animus und Anima als männlichen und weiblichen Archetypen in der menschlichen Seele. Wobei hier darauf zu achten ist, dass es sich hierbei nicht um konkrete Entsprechungen zum biologischen Geschlecht handelt, sondern dass jeder Mensch unabhängig von seinem biologischen Geschlecht beide Tendenzen männlicher und weiblicher Spiritualität in sich tragen kann. Und Ähnliches ist auch in diesen hermetischen Lehren ausgesagt. Betrachtet man also die sieben hermetischen Prinzipien oder die sieben hermetischen Gesetze, wie sie im geheimnisvollen Buch Kybalion beschrieben werden, so haben wir eine Art Universalschlüssel zum Verständnis sehr vieler kultischer, religiöser und auch weltlich profaner Lehren. Es kommt darauf an, wie wir diesen Schlüssel anwenden möchten.